Hallo, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Daylight. Wir sind in einem neuen Abschnitt. Ja, die Wand ist irgendwie zugegangen, keine Ahnung. Ich habe mir schon mal eine Leuchtfackel. Nee, was ist denn das hier? Diese Leuchtstäbchen angemacht. Weil das Grün ist so ziemlich beruhigend. Man sieht ein bisschen mehr. Ich glaube, da sehe ich schon was blaues Leuchten. Dann gehen wir mal dahin. Ist eine Tür. Ah, geht mal her, ja. So, was haben wir denn hier im Angebot? Zu Händen alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. So klar, dass wenn irgendwie was ist mit Stromausfall, dass die Sachen da nicht. Okay. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Okay. Dann funktioniert das bestimmt nachher. Zu Händen alle Mitarbeiter, wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. 10 Minuten Pause, Alter? Ja gut, ich kenne auch nichts anderes. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Yeah, im Archiv rauchen. Best ever. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Tonausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Ja. Wird erstmal voll gestapelt, der Scheiß, und dann geht die Luzi ab hier. Guten Tag! War das ein Vogel? War es ein Vogel? Nein! Was war es dann? Es war blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ja, betreff Miss Daniels Suizid. Oh, das tut mir aber leid. Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Okay, die Dame hat sich die Pulsadern aufgeschnitten und es gibt noch andere Vorfälle, die so ähnlich sind. Will ich mir mal Gedanken machen? What the fuck? Oh Gott. Mach das Ding an. Nein, mach es nicht aus. Hallo? Ich bin böse! Scheiße. Warte mal, ich muss mal hier jetzt mal gucken. Hallo? Auf jeden Fall lief da hier gerade was. Ich würde eher Angst vor mir haben als andersrum. So, Vergangenheit, Geister der Vergangenheit. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit.
hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von Newköping beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Okay, erst war es ein Irrenhaus oder ein Krankenhaus und dann war es eine Haftanstalt. Beste Kombination! So, wo ist die Tussi oder was das war? Sah aus wie ein buckliges Mädchen. Und da ist sie doch hingerannt, ne? Wenn sie da hingerannt ist, dann gehen wir da nicht hin, weil da zu ist. Ach, scheiße, wir müssen da lang. Ich komm rein! Keine Bewegung, keine Bewegung. Schön still. Okay, jetzt macht das auf. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen, 16-jähriges Mädchen durfte leben. Gesteht Schuld, wird gehängt, böse. Krankenhaus eröffnet, um die Ausbreitung der Krankheit. Solche Briefe schreibe ich auch immer mit Heimwörtern. So, wo bist du? Ist das Rotes? Wo ist die Schlampe? Ja. Da ist die Schlampe. Stop! Stop! Ich kann mich nicht bewegen. So much pain and suffering. Schmerz und Leid. And from those who would seek only solace. What ails you, Sarah? Was mich betrübt, Dom? Perhaps truth. Really pure. Never simple. Die Wahrheit ist selten rein. Was? Was? Wie? Wo? Was? Was mich betrübt? Da war ein fucking Geist eben gerade vor mir. Lichterloh in Flammen und so? Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Warte mal. Na, keine Ahnung. Patient 90D. Ja, voll meine BH-Größe. Nein. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Best ever. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Das ergibt Sinn. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhiggestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Oh, geil. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Oh mein Gott, wenn man mal zwei Augen verliert, das macht doch nichts. Hier ging's vorher auch lang? Oder war das hier zu? Keine Ahnung. Grünes Licht. Beruhigt. Da ist auch noch was Blaues. Kommt hier noch jemand? Oder etwas? Geil, ey, mein Fuß. Hör doch mal auf, Fußspur. Mich zu verfolgen. Patient 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrieben. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Wer zum Henker ist Patrice? Was? Welche Funktion hat Patrice? Hm? Was macht Patrice mit 90D? Es blinkt. Klettern? Ich kann klettern. Wow, das Spielen, das wird immer besser. Springen kann ich immer nicht. Benutzen? Eiskalt wird diese... Eiskalt wird diese Küste benutzt. Nutze gerne Gegenstände.
Achso. Es ist toll, nicht mehr im Dunkeln zu sein. Aber die Alte da, die hat wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was schreit ihr denn hier ständig so? Für die Ruhestimme. Auf jeden Fall muss ich hier, glaube ich, rauf. Aber ich muss erst mal gucken, was hier Sache ist. Wo ist sie überhaupt hin, die hier rumgelaufen ist? Das war 100% kein Geist, ey. Das sah so nicht geistmäßig aus. Ja. Aha. Müssen wir rüber, wa? Das Tolle an diesen Signalstäbchen da, diesen grünen Stäbchen, ist, man kann ja sofort die versteckten Objekte sehen. Was heißt versteckte Objekte? Okay, ja, Dova würde das auch so finden. So. Wieder auf. Kletter, kletter, kletter. Du kletter doch. Da musste erst das Symbol von Klettern kommen, damit sie klettert. Best ever. Also wenn ich hier Sarah gewesen wäre, ich wäre definitiv nicht aus der Eingangshalle rausgegangen. Okay. Achso, wir sind wieder zurück. Dann würde ich mal sagen, hier, das Ding da. Ah! Wartet mal kurz, war hier nicht ein Sack? Oh, ja, ja. Gleich an. Logischerweise mal, ne? Wir können nur 4 Stäbchen und Signalfackeln tragen. Warum? Hier liegt ein Rucksack. Logik, warum nimmt man nicht den Rucksack mit? Sarah! Alter, ey, so unmöglich. So! Guten Tag! Die Tür ist zugegangen, ne? Ah ja. Das sind vollautomatische Türen. Spieldaten werden gespeichert. Ist schon mal geil, ne? Brauche ich den Abschnitt wenigstens nicht nochmal machen, falls ich sterben sollte. Okay, da wird jemand weggetragen. Das sieht mir nach so einer typischen Seuche von früher aus. Ja. Definitiv Kobolde am Werk. Die Einzelmännchen. Okay. Ja, ist voll die Seuche. Die liegen da alle. Mein Blut ist dicker als Wasser? Ist nicht allgemein Blut dicker als Wasser? Mein Blut ist dicker als Wasser. Jetzt sind hier wieder... Enemenemu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Ah! Guten Tag! Oh. Dann ist der Schlüssel genau am Anfang. Das kommt mir ja so bekannt vor mit dem Gehirn. Naja. Is there anybody in there? Schrei nicht! Wir müssen uns konzentrieren! Patient 27C. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitungen für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hatte keine weiteren Angehörigen. Wie verstorben? An was denn? Normalerweise guckt man... Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Das ist mir Kakerlaken.
Patientin 60E. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankamen, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kam. Trotz des vielen Blutes waren keine der Verletzung tief oder ernstzunehmend. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen. Also, sie hat sich schon versucht zu verletzen, aber, naja, keine Ahnung. Sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in Isolationshaft gebracht. Das ist wohl hier Standard. Da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihren inneren Dämonen befreien. Die inneren Dämonen. Ja. Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt von den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise, aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Das ganze Vorlesen, ey. Ich bin nicht so der Vorleser. Freak! Er sieht genauso aus. Wie im ersten Teil irgendwie. Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und die leichten. Und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat früher Siedler in das Dorf gelockt. Ist das wunderschön? Oh, trampelt hier. Enemenumu und raus bist du. Da gibt's auf jeden Fall noch so ein Briefchen. Geschichte von New Kipling. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Wer weiß wie die. Wieso kommt die jetzt auf einmal auf mich zu? Das hat sie vorher nicht gemacht. Guten Tag. Sie sehen anders aus als die. Ich denke, das vertreibt die. Geh weg. Eine zündende Idee. Ich habe eine Trophäe bekommen. Toll, jetzt werde ich schon verfolgt. Ist doch geil. Er tönt mich voll an. Ich dachte, da wäre was. Die rote Signalfackel, die... Schön und gut, aber das Problem ist, die hält ja nicht lange, ne? Aha. Ich glaube, da ist schon wieder was hinter mir. Ist die immer noch hinter mir? Oh nein! Ich habe nur noch eine Signalfacke, du blöde Kuh! Alter, was mache ich denn jetzt? Warte. Ich muss hier alles nachgucken, ey. Und wenn ich jetzt hier nachher wieder zurückgehe, ist das scheiße. Was für eine blöde Schlampe, ey. Ich habe nur noch die Fackel hier. Ich muss was finden. Wie kommt jetzt hinter mir her, ey? Was für eine... Das Siegel ist hier? Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Hey, du blöde Pissen! Das Doofe ist, ich weiß ja, wo ich hin muss, um das Siegel zu holen. Das Problem, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, wo ich dann hin muss.
Oh my God, what was that sound? Ja, ja, was war das Geräusch? Zudem kommt noch, wenn ich dieses komische Schloss da hab. Ach, da muss ich hin. Okay, das ist sehr gut. Und warum ist hier noch so ein Ding? Oh, die ist schon wieder hinter mir und ich kann mich... There's gotta be a key. Ja, okay. Was ist hier noch? Ich guck mal kurz, Leute. YOLO, ne? Und so? Oh, was haben wir hier? Gib mir was. Da ist doch was drin. Was? Hey. Was zum Henkel? Okay, hier geht's nicht. Ich will mich noch ausprobieren. Die kommt von hinten immer, oder? Kommt, na gut, bestimmt in der nächsten Ebene kommt die auch von vorne, ey. Ist das so wie Slenderman, wenn man guckt, ist schon wieder hinter mir. Okay, das ist doof. Guten Tag! Ist sie jetzt wieder weg? Ey, wie, du stehst jetzt vor mir. Gut, gut, gut. Ja. So. Muss ich jetzt zurück hier. Jetzt da lang. Okay, es schreit. Schrei, mein Kindchen. Eine Fackel habe ich noch. Notfall. Nach rechts. Und dann. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich hier den Schlüssel habe. Ja, was ist das? Das haben wir doch schon mal gesehen. Was muss ich denn jetzt hier aufnehmen? Okay. Soll ein Ort sein, der mich beschützt? Oh, Scheiße. Bitte komm jetzt nicht, ey. Ich kann ja einfach durchrennen. Einfach, einfach. Das Doofe ist jetzt, wenn die jetzt kommt. Oha, sie ist hinter mir. Nein. Noch habe ich keine Panik. Also, es geht noch. Das würde anders klingen, wenn ich Panik hätte. Es kommt wahnwitziges Gelache. So jetzt. Anybody there? Dann bin ich nur noch am Kreischen. Geil! Das war aber eine relativ kurze Ebene. Okay. Gut. Behandlungsabbruch. Du hast eine Trophäe erhalten. Und er lädt wieder sich zu Tode. Okay, Leute, ich mache hier wieder einen Cut. Ich werde das so machen, immer eine Folge pro Schlüssel oder was weiß ich, was das ist. So macht sich das, denke ich mal, auch am einfachsten. Was bedeutet das eigentlich rechts unten? Bedrohung? Das Zeichen da. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, er lädt sich gerade wieder zu Tode. Das heißt, es wird sowieso gleich lecken. Von daher mache ich jetzt erstmal eine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!